899. Okay. Ich habe Bewegungsprobleme. Bewegungsstörungen. Kann ich springen? Ist nicht euer Ernst, oder? Ich ein Schwein. So. Hallo. Okay, ich geh dann doch mal oben rum. Ja. Ich geh mal oben rum. Zumindest bis ich weiß, dass es da nicht weitergeht. Oder bis ich weiß, dass es da weitergeht. Ich hätte das was dahinter. Nein. Einfach mal alles in die Luft springen. Ist doch was. Nein. Aber ein Computer ist da. So, ich muss auf jeden Fall eine Kamera, weil sonst wäre dieses Dings nicht am Boden. Hä? Okay. Geht's hier doch schon weiter? Immer schön darauf achten, dass hier nicht irgendwie so ein schwuler Laser an der Wand klebt. Ich könnte mal wieder speichern. Weißt du? Hey, Strom. Hey. So. Wie ins Bild reingefallen ist. So. Gut zu wissen, dass hier so ein Teil ist. Gericht. So. Oh, der hat ein Deadpack dabei gehabt. Sehr schön. Ich stelle euch trotzdem nur meinen Inkubationsraum vorher rein, bevor ich da durchgehe. Aha, da ist eine Kiste. Gespawnt? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob ich da schon runter will. Ich kann mir vorstellen, dass ich bei dem anderen Labor dann letztendlich hier wieder rauskomme. Hallo? Hallo? Geht's noch? Also mal schnell im Sprint zurück. Ich find's immer lustig, wenn er springt. Ah, sieht nicht so aus, als ob es da groß was gibt. Was? Das passiert, sag mal. Der Alarm wurde deaktiviert. Rot, nicht mehr aktiv. Ah, scheint das gleiche Ding zu sein. Ja. Aber ist auch in Ordnung. Na, so. Yeah. So. Kameras, ich hasse sie. Was haben wir hier? 3A. Ja, da war ich gerade eben. Oh.
Für den Ausgang, das war 1, 2, 3 dann. Doch nicht dasselbe Code. Ja, ich denke, ich komme da wieder am selben Ding raus. So. Sehr schön, da war ich ja schon. Sag mal. Hätte ich diese Schilde nicht, ne? Wahnsinn. Komm, gib mir den Schalter. Da. Ach, da läuft ja noch einer. Aber ich will diese Kiste haben. Super. Für dich, mein Liebster. So. Ich hoffe übrigens, dass Phantasmagoria 2 LP, das wir angefangen haben, das mündet dem einen oder anderen. Und für die, die es stört, weil persönlich finde ich es auch nicht wirklich gut, wir werden schauen, dass wir die extrem flachen Witze gerade bei dem Spiel ein bisschen zurückfahren, weil es passt auch einfach nicht so rein. Also so ein Spiel sollte man schon schön, ja, so spielen, dass es der Atmosphäre gerecht wird. Weil es ist echt ein tolles Spiel. Und da denke ich sogar eine ziemlich, was heißt spannende Story, eine normale Story und aber sau cool erzählt. So, was ist das hier? Achso, okay. Da brauche ich mich einen Code. Ich wette, der steht da. Toll, diese neue Silencer-Klasse hat keine der Sterblichkeitsprobleme der letzten Klasse. 715. Na? Wer es bis jetzt noch nicht gerafft hat, soll das jetzt eigentlich raffen. Ich bin auch ein Silencer. Hier werden quasi meine Brüder gezüchtet. Falsch. Jetzt ist natürlich die Frage, bin ich nur ein Klon? Und das ist, glaube ich, das, was ich vielleicht schon mal in einer früheren Mission erwähnt habe. Ich muss in der Mission diese Inkubationsdinger zerstören, weil ansonsten darf ich in den letzten Missionen, darf ich mich mit mir selbst auseinandersetzen, was ich eigentlich tunlichst vermeiden möchte. Die können sich auch so elegant durch die Gegend rollen. Und wir so. Aber kein Alarm. Puh. Da ist noch eine Kamera. Ah, da unten. Aber stößt nicht mehr. So, Energiezelle. Vetron. Keine gute Idee. Das ist für dich, Herr Bell. So, rote Keycard habe ich noch nicht. Romy Susan. Ist zu putzig. So, wo ist er? Dr. Gregor Hoffman. Zwei Wedgefronts. Gut. Da oben ist schon eine Inkubationskammer kaputt gegangen. Eine von denen, die ich killen muss. So. Das sind noch mehr. Vergiss es. Ich hab dich genau gesehen. So.
Ist irgendein Kraftfeld ist ausgegangen? Ah, das hier. Ich speichere mal, weil jetzt dürfte gleich Dr. Gregor Hoffmann kommen. Der übrigens eine, ihr werdet es vielleicht merken, eine ziemlich lustige, ja, nicht Geste macht, aber eine ziemlich lustige Scheiße. Ja, er macht eine ziemlich lustige Scheiße. Eine ziemlich lustige, ja. Ach, ihr werdet es schon sehen. So, Gregor. So, so. Der verlorene Sohn kehrt zurück ins Konsortium. Habe ich recht? Sieh dich ruhig um, Silencer. Ich bin im Begriff, eine neue Konsortium-Armee zu bauen. Und keiner wird mehr die Fehlfunktion haben, die du hast. Es ist nur ein Teil von dem, was deine widerlichen Widerstandskämpfer von uns erwartet. Wir freuen uns, dass du wieder zur Herde zurückkehren willst. Ich bin sicher, Vorsitzender Dragon bewilligt deinen vorzeitigen Ruhestand. Das Konsortium vergisst niemals diejenigen, die ihm gedient haben. Alarm. Arschloch. Die Welt wird trauern um den Tod des Fantastischen. Denn hieß Dr. Gregor Hoffman. Stirb. So, Alarm aus. Rote Keycard. Und mal schauen, wie viel Geld er dabei gehabt hat. Gar nichts. Was ist das hier? Achso. Ich habe nie Credits einfach rumliegen sehen. Interessant. Verpuppungskammern. Jetzt geöffnet. Sehr schön. So. Bip, bip. Signal ist klar, Blechi. Hab sie erfasst, hab die Daten. Ich schicke sie als Geschenk an die Zentrale weiter, einverstanden? Ich kann Ihnen den Teleporter auf Ebene 3 bieten. Es ist jetzt alles aktiviert und wartet auf Sie. General Maxis lässt ausrichten, dass die Zerstörung aller Prototypen lebenswichtig ist. Zauberer aus. Dr. Gregor Hoffman. Ich finde das so geil, wie er stirbt. So. So, die sind kaputt. Die oben bei ihm war kaputt. Die sind gleich kaputt. So, meine Brüder. Ach, das sind noch ein Haufen. Ich verrate euch doch nicht. Ich will euch doch nur helfen. So. So. Die Frage, habe ich jetzt schon alle gekillt oder nicht? Ich glaube, hier könnten noch welche gewesen sein. Ja. Ja, die Veterans wären jetzt eigentlich freigekommen. So, ich habe die vier. Ich habe die vier. Ich habe die vier. Ich check sie lieber nochmal nach, weil wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann habe ich später ein Problem. So, die vier sind kaputt. Und
Und da oben noch war nur eine beim Gregor Hoffman, ne? Ich denke schon. Ich schau lieber nochmal nach. Genau, da war bloß die eine im Eck. So. Auf zum Missionsabschluss. Ja, mal speichern. Dr. Gregor Hoffman. Ah ja. Stirb. So, Dele. Wenn jetzt irgendeiner von euch vor dem Monitor sitzt und mich anschreit, dass ich doch noch irgendwo einen übersehen habe, dann... Dann, ja... Dann dürft ihr euch irgendwas überlegen als Bestrafung. Ja, klar. Da kommt die wieder. Okay. So. Schon wieder. Da ist ein Alarmknopf. Wie soll ich denn da rankommen? Das ist richtig fies. Ich schau mal, ob ich den Stuhl wegsprengen kann. Natürlich nicht. Ich komme auch nicht an diesen... Doch. Ha. Man muss nur wissen, wie. Na gut, jetzt komme ich hier da drüben durch. Komm ich, glaube ich, so oder so. Also. So. Ist das schon der Teleporter? Habe ich die Mission etwa abgeschlossen? Ja, Tatsache. Gut, noch zur Nachbesprechung. Jawohl, Frau lustig, immer blöd drauf. Ich halte es für besser, wenn ich Ihnen die neuesten Entwicklungen persönlich mitteile. Während Sie Ihre Mission erfüllten, durchsuchte ich die Basis von oben bis unten. Ich fand einen Konsortium-Datenschirm unter Sergeant Brooks Sachen. Als ich sie damit konfrontierte, griff sie mich an. Sie teleportierte sich weg, noch bevor ich die Basis abriegeln konnte. Ich fand es immer schon verdächtig, wie sehr sie das Konsortium hasste. Der Hass war zu auffällig. Hätte ich nur früher auf meine innere Stimme gehört, wäre Colonel Ely vielleicht noch bei uns. Tja, ihr habt's gehört, und wer aufmerksam verfolgt hat, die Crusader-Teile, weiß, dass wir einen Spion hatten. Hier drinnen. Und, naja, wie es aussieht, war es doch die Brooks, die mich kein Stück abhaben konnte. Heute wurde die Welt von der Nachricht erschüttert, dass Dr. Gregor Hoffman ermordet wurde. Er war Mitglied im Tschernobyl-Ausschuss für wissenschaftliche Ethik und der Erfinder des embryonischen Rettungsverfahrens, das unzähligen Föten das Leben gerettet hat. Er wurde von Fanatikern des Widerstandes erschossen, während er in der Notaufnahme des Krankenhauses in Seattle arbeitete. Noch ein Beispiel, wie wenig Rebellen Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft achten. Weiter geht's mit Trina. Das war eine Notaufnahme. So. Also Sergeant Brooks war der Spion. Wer weiß, vielleicht bessert sich unsere Situation jetzt. Uns würde jede Verbesserung gut tun, so viel ist sicher. Wissen Sie was? Aber das bleibt zwischen uns, Blechi. Ich hoffe, die Zentrale schickt uns bald einen Ersatz für Major Vargas. Sie ist ein guter Offizier, aber... Sie wirkt, als wäre sie nicht ganz bei der Sache. Finden Sie nicht auch? Und bietet uns das Weasel noch was Neues? Das ist natürlich ziemlich cool. So. Mhm. So. Habe ich...
Hab ich doch alles. Außer das. Das. Ui. Ich weiß nicht, diese großen Waffen kaufe ich echt selten. Ich hab's letztes Mal schon gesagt. Das ist mir so. Ich weiß nicht. So. Munition, ja. Wunderbar. Ich hab was gegen Zeitverschwendung, Captain. Wenn Sie nichts kaufen wollen, muss ich Sie bitten zu gehen. nö. Alles klar. Wir machen dann hier das nächste Mal wirklich weiter. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Ich hoffe ja auch. Schönen Abend noch, oder morgen, oder Mittag, wann auch immer ihr das schaut. Und ja, bis demnächst. Ade.